Als nächstes schauen wir uns den Base- und Klassifikator an. Auf Basis der vorherstehenden, vorher definierten Begriffe der Wahrscheinlichkeit, der Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeit und wie wir jetzt so etwas wie eine Klassifikation durchführen können. Wie gesagt, nochmal, Klassifikation kann man sich auch im Information Retrieval vorstellen, ist im Prinzip die Einschätzung, ob ein Dokument relevant ist für eine Anfrage oder nicht. Insbesondere im Set Retrieval, aber auch beim Ranking, denn die Wahrscheinlichkeit für Relevanz ist letztendlich damit dann auch ein Maß für das Ranking, das man zum Ranking heranziehen kann. Und das führt dann letztendlich auch zum Probability Ranking Prinzip, das wir vorher gesehen haben. Daher holen wir hier aus. Eine einfache Zwei-Klassen-Situation in der Klassifikation ist gegeben dadurch, dass wir irgendeine Art von Feature-Vektoren und irgendeine Menge von Klassen haben. Hier in dem Fall können es auch mal mehr als zwei sein, aber wir betrachten jetzt erstmal nur die beiden Fälle relevant, nicht relevant, beziehungsweise im Beispiel später kommen auch nur zwei Klassen vor. Und die Aufgabe, die besteht dann nur darin, als Lernaufgabe für einen Base Classifier auf Basis der Daten zu D, die wir jetzt für die Daten D haben, die Wahrscheinlichkeiten für das Wahrscheinlichkeitsmaß zu bestimmen und herauszufinden, welche Klasse denn die wahrscheinlichste ist. Der Satz von Bayes in seiner allgemeinen Form ist hier aufgestellt. Sie erkennen ihn im Prinzip wieder. Das Einzige, was sich verändert hat, ist der Nenner. Und Sie sehen im Prinzip, dass sich beim Nenner nicht viel mehr getan hat, als dass wir, den Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit eingefügt haben. Sonst stünden wir einfach nur P von B. Hier der allgemeine Fall für irgendein AI und eine Zerlegung von Omega. Wir sprechen bei der Wahrscheinlichkeit für AI von der Prior Probability und der Wahrscheinlichkeit P von AI gegeben B, der Posterior Probability, a priori Wahrscheinlichkeit oder a posteriori Wahrscheinlichkeit. Wir machen das gleich auch nochmal am Beispiel nochmal klar. Hier der Beweis, im Prinzip der einfache Satz von Bayes, den wir schon hergeleitet haben im vorigen Abschnitt. Und hier dann die Verwendung des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit. Und das ergibt dann den allgemeinen Satz von Bayes. Ein Beispiel. Betrachten Sie das Ereignis A1, das heißt HIV positiv. Und betrachten Sie das Ereignis B, das heißt Test positiv. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man HIV hat, beträgt ungefähr 0,001. Das wissen wir durch Beobachtung einer großen Population von Menschen. Hier hat das Kirch gestern mal zusammengefasst für uns. Es gibt hierzu ein Gegenereignis, nämlich dass man kein HIV hat. Und die Wahrscheinlichkeit dafür entspricht, da es sich hier um ein inkompatibles Gegenereignis handelt, entsprechend einfach der Wahrscheinlichkeit 1 minus P von A 1 und das wäre dann 0,999. Und wir sind nun aber daran interessiert, wie wahrscheinlich es denn ist, entweder ein positives Testergebnis zu erhalten, gegeben, dass man das Virus hat, oder ein positives Testergebnis zu erhalten, gegeben, dass man das Virus nicht hat. Und daran sind wir nicht interessiert, wir sind an der genau umgekehrten Frage interessiert, nämlich, wenn wir nochmal ganz zum Anfang zurückgehen, wir sind natürlich an der Frage interessiert, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich tatsächlich das Virus habe, und das muss jetzt nicht dieses Virus sein, kann auch jedes andere sein, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich tatsächlich dieses Virus habe, wenn der Test positiv ist. Und Sie sehen dann, das haben Sie sicherlich auch schon da und dort gehört, dass diese Tests zwar eine hohe Präzision haben, wie wir jetzt hier zum Beispiel sehen, nämlich in klinischen Studien hat sich gezeigt, dass
auf einer Population von Personen, von denen man schon durch andere, auf anderem Weg herausgefunden hat, dass sie das Virus haben, der Test nahezu immer in 0,98, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,8 oder 98% der Fälle positiv anschlägt, während es wenige Fälle gibt, wo der Test positiv anschlägt und man das Virus nicht hat. Hier sehen wir im Prinzip den Fall, dass wir Vorwissen akquirieren. Interessieren tun wir uns, und das ist jetzt hier nochmal die Vervollständigung des Ganzen, mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit, den wir vorgesehen haben, für das Ereignis B. Interessieren tun wir uns aber für den Fall, dass ich tatsächlich das Virus habe, wenn mein Test positiv ist. Und dafür können wir nun den einfachen Satz von Bayes direkt anwenden auf Basis der Zahlen, die wir hier gesehen haben, die wir nun einfach nur einsetzen müssen und erhalten eine Wahrscheinlichkeit von 3,2%. Dieses unintuitive Ergebnis sagt also aus, dass wenn ich einen positiven Test habe, nachdem ich mich habe testen lassen, dass ich dann mitnichten davon ausgehen sollte, dass ich das Virus habe, die Wahrscheinlichkeit hat sich nur leicht erhöht im Verhältnis zu vorher. Leicht, vielleicht auch dramatisch erhöht. Angst haben kann man natürlich dann. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass man hier an dieser Stelle dann natürlich nicht nur einen Test macht, sondern auf dem Teil der Population, bei dem das zutrifft, bei dem der Test positiv ist, wird dann ein noch intensiver Test gemacht. Ganz ähnlich ist es beim Corona-Test gelaufen im Endeffekt. Hier das Ganze dann nochmal grafisch dargestellt. Von 100.000 zufällig gezogenen Personen haben 100 das Virus a priori und der Rest nicht. Und wenn ich den Test anwende, dann werde ich bei 98 von den 100 ein positives Ergebnis haben und bei zwei Unglücklichen nicht. Und wenn ich den Test auf den Rest der Bevölkerung anwende, werde ich immer noch knapp 3.000 Personen haben, bei denen der positiv anschlägt und beim Rest halt nicht. Das heißt, wenn der Test negativ ist, kann man sich relativ sicher sein, im Verhältnis von diesen beiden Zahlen zueinander, dass man kein Virus hat. Wenn der Test positiv ist, muss man nochmal genauer nachschauen. Dass der Test so konstruiert ist, und das ist ein ganz normales Vorgehen in der Medizin, die Tests so zu konstruieren, die man auf sehr viele Menschen anwenden möchte, um eine ganze Bevölkerung zu screenen auf potenzielle Pathogene, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass man es sich nicht leisten kann, die Tests, die garantiert Ja sagen, wenn man es hat, und garantiert Nein sagen, wenn man es nicht hat. Die Tests sind zu teuer, um sie zu skalieren. Ein solcher Test, der zumindest auf einer Seite eine gewisse Sicherheit erzeugt, das heißt, wenn man quasi als gesund rausmarschiert, kann man skalieren auf diese Weise und auf diese Weise eine Menge Geld sparen. Ein Problem, was wir dabei haben, ist, und das ist ein Fall, bei dem das ganz gut funktioniert, weil wir hier Dinge zusammenfassen, wenn wir das Ganze verallgemeinern wollen, auf eine Diagnosesituation, die irgendeine Arzt oder eine Ärztin durchführen muss, wenn jemand vor Ihnen sitzt. Wir haben ja nicht nur ein Symptom, wenn man das hier mal als Diagnose und dies als beobachtete Symptome betrachtet, sondern üblicherweise gehen wir zu einem Mediziner oder zu einer Medizinerin, wenn wir eine Reihe von Symptomen verspüren. Und wir nennen sie alle. Und dann muss die Person, vor der wir sitzen, eine Entscheidung treffen, ob es sich um eine bestimmte Krankheit handelt oder nicht, oder wie wahrscheinlich es sich darum handelt und ob noch weitere Maßnahmen erforderlich sind, herauszufinden, ob es auch wirklich so ist. Das Problem, was wir dabei in der Praxis haben, ist, dass wir zwar die Formeln ganz genau so anwenden könnten, wie wir sie gesehen haben, aber wir haben hier plötzlich ein riesengroßes gemeinsames Ereignis. P verschiedene Situationen. Wir müssten, wenn wir den Satz von Bayes so anwenden wollen,
diese Wahrscheinlichkeit hier abschätzen. Und das Problem, um es auf den Punkt zu bringen, ist, je mehr verschiedene Symptome oder Situationen oder Daten wir zur Verfügung stellen, um eine Entscheidung zu treffen. Unintuitiverweise sollte man meinen, man wird sich dann sicherer, aber letztendlich wird man sich dann unsicherer, denn nicht notwendigerweise alles muss etwas mit der Diagnose zu tun haben. Und unabhängig davon, wenn wir aus Vorwissen, das wir schon gesammelt haben, die Diagnosewahrscheinlichkeit ableiten wollen, müssten wir für jedes dieser einzelnen möglichen Kombinationspaare von Symptomen genug Daten anhäufen, um zum Beispiel nach dem Gesetz der großen Zahlen, einer frequentistischen Interpretation, eine vernünftige, verlässliche Erwartung über die Eintretenswahrscheinlichkeit dieser Symptomkombination gegeben, diese Diagnose aufzuweisen. Das wächst exponentiell und, also das heißt, die notwendigen Daten wachsen exponentiell und alle klinischen Studien der Welt und alle Daten aus Krankenhäusern und von Ärztinnen reichen nicht aus, um solche Diagnosen zu stellen. Das heißt, um wirklich praktikabel herangehen zu müssen, müssen wir uns mit weniger begnügen. Und um das zu erreichen, machen wir eine Annahme. Eine naive Annahme. Und das führt dann zum Naive Bayes Classifier. Die naive Annahme ist, dass die Symptome unabhängig voneinander auftreten. Symptome einer Krankheit oder Wörter in einem Dokument. Und wenn wir diese naive Annahme treffen, können wir diese Wahrscheinlichkeit hier einfach bestimmen als Produkt der einzelnen abhängigen Wahrscheinlichkeiten. Denn diese Ereignisse werden dann inkompatibel und man kann dann zeigen, dass das hier dann gelten müsste. Das ist die Annahme, die wir treffen. Und auf diese Weise können wir diese komplexe Formel auf Basis der Annahme durch dieses einfache Ding hier ersetzen. Und den Nenner lassen wir jetzt an dieser Stelle nochmal weg. Wie gesagt, wie vorher auch, ist das Ganze proportional zu diesem Wert hier, wenn die Annahme zutrifft. Sie trifft im Allgemeinen nicht zu. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt eine verhältnismäßig gute oder schlechte Abschätzung. Je nachdem, wie stark die Abhängigkeit ist, die wir hier zugrunde legen müssten zwischen den einzelnen Symptomen oder Wörtern oder Ähnlichem. Das Ganze hier auch nochmal ausführlich erklärt. Und dann zuletzt noch zwei weitere Annahmen, die man zusätzlich noch treffen kann. Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. Was wir hier haben, ist einfach nur ein Ergebnis, eine wahrscheinlichste Klasse gemäß Naive Bayes Annahme. Wir haben keine Wahrscheinlichkeit hier mehr. Genau wie vorher auch, ist das einfach nur eine Zahl, die wir herauskommen, die zwar irgendwie zwischen 0 und 1 skaliert ist. Wir haben in anderen Teilen des maschinellen Lernens reden wir auch öfter mal von Wahrscheinlichkeiten, obwohl es keine sind, bei der logistischen Regression zum Beispiel. Aber man sollte sich klar machen, dass es sich hierbei nicht um Wahrscheinlichkeiten handelt, die wir ausrechnen, sondern nur um etwas, was wir in eine Reihenfolge bringen können, die ungefähr den realen Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlich entspricht. Ganz ähnlich machen wir es ja letztendlich auch beim Information Retrieval. Wir interessieren uns nicht dafür, was für eine Zahl wir ausrechnen, um die Relevanz einzuschätzen. Wir interessieren uns nur dafür, dass das relevantere Dokument eine höhere Zahl hat. Wenn wir tatsächlich korrekte Wahrscheinlichkeiten herausbekommen wollen, müssen wir weitere Annahmen treffen und hoffen, dass sie zutreffen, beziehungsweise prüfen, dass sie zutreffen. Und zwar, dass wir einerseits in einer geschlossenen Welt sind, das heißt, die möglichen Diagnosen kennen wir alle. Es gibt keine Other-Diagnosen, also sehr unwahrscheinliche Diagnosen. Und gleichzeitig, dass die Ereignisse AI inkompatibel sind. Das heißt, es können nicht mehrere zutreffen. Dann können wir folgenden Zusammenhang zeigen. Hier einerseits
für die noch benötigte Wahrscheinlichkeit, um eine echte Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Ereignisses der möglichen Symptome B1 bis BP. Unter dieser Annahme wäre das hier nach dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit folgendes und unter der Naive-Bayes-Annahme dann folgende Formel. Und daraus ergibt sich dann der ursprüngliche Satz von Bayes und wir erhalten tatsächliche Conditional Probabilities als Ergebnis. Das kann durchaus mal zutreffen, dass alle Annahmen in der Realität Bestand haben oder hinreichend Bestand haben. Aber häufig müssen wir halt uns mit dem begnügen, was wir tatsächlich ausrechnen können und was wir aus der Vergangenheit lernen können. Und freundlicherweise ist die Natur oder die Welt der Wahrscheinlichkeit oder in welchem Raum wir uns dort auch immer bewegen, so strukturiert, dass das in vielen Fällen gute Ergebnisse liefert. Damit kommen wir zum Ende des Bayes Classifiers und hier nochmal vielleicht eine kurze Zusammenfassung, wie der Bayes Classifier funktioniert. Wir haben irgendeine Menge an Beispieldaten und schätzen daraus die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten unserer gewünschten, in Anführungszeichen, Diagnosen oder in unserem Fall relevant und nicht relevant. Wir schätzen außerdem ab, wie wahrscheinlich ist denn das Auftreten eines Symptoms, zum Beispiel eines Krankheitssymptoms oder eines Wortes gegeben, die Diagnose, beziehungsweise relevant oder nicht relevant. Und damit können wir dann die Formel von oben, das sind die Naive-Bayes-Formel, anwenden und vorausgesetzt die Annahmen C und D von vorher halten, können wir auch Posterior Probabilities korrekt ausrechnen. Wahrscheinlich werden wir eher das hier tun in der Praxis. Am Ende folgt jetzt hier nochmal ein Beispiel, an dem man sich das Ganze nochmal auch in Zahlen klar machen kann. Gegeben Umgebungsbedingungen werde ich Spaß am Surfen haben und ein Beispiel hier unten, für das wir das einschätzen sollen. Das Ganze rechnen wir jetzt quasi aus. Hier das Mapping der verschiedenen Ereignisse auf die Situation in der Umgebung, damit es ein bisschen abgekürzt ist. Hier dann die Berechnung der Formel im Allgemeinen. Und zuletzt in Zahlen. Es wird sich dann einerseits ein Ranking ergeben zwischen den beiden möglichen Klassen. Hier werde ich das Surfen genießen oder werde ich es nicht genießen, gegeben das Beispiel und die Wahrscheinlichkeit oder die Einschätzung gemäß Naive Bayes wäre, ich werde es nicht genießen. Und wenn ich daraus dann wirklich Wahrscheinlichkeiten ausrechnen wollte, gemäß der Daten oben, würde ich eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit feststellen, dass ich es nicht genießen würde. Und man muss an dieser Stelle sagen, dass wir anders als bei anderen Klassifikationsverfahren nicht alle Möglichkeiten miteinander vergleichen, sondern auf Basis einer Theorie eine klare Entscheidung herleiten. Das hat Vor- und Nachteile, denn es kann natürlich sein, dass eine andere Hypothese vielleicht doch besser ist, aber und das folgt wieder dem, wenn wir jetzt auf den Information Retrieval Fall zurückkehren, das folgt wieder dem Probability Ranking Principle. Gegeben die Daten, die mir zur Verfügung stehen, muss ein Ranking gemäß der Wahrscheinlichkeit für Relevanz das bestmögliche Ranking sein, das ich erzeugen kann. Wenn ich ein besseres Ranking für Sie oder für mich persönlich erzeugen möchte, brauche ich mehr Daten über mich. Wenn ich nichts weiß, kann ich nur Annahmen machen. Und diese Annahmen können falsch sein. Wenn ich etwas weiß, habe ich eine höhere Chance, vernünftige Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das ist alles, das ist die Quintessenz all dieser Theorie und auch letztendlich der Beleg für ihre Praktikabilität. Ja, Fragen? Die erste Annahme für den Bayes Classifier, die war ja, dass wir sagen, die Wörter sind unabhängig voneinander. Genau.
jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber wenn wir jetzt bei Buchstaben sind, wissen wir ja, dass nach einem Q ein U kommen muss, sonst ergibt das irgendwie keinen Sinn in der deutschen Sprache. Ja. Nach einem Artikel kommt ein Nomen oder sowas in der Richtung, genau. Ja, aber also das, dann ist ja die Annahme falsch. Ja. Das stimmt ja nicht. Und wenn ich jetzt quasi in der Google-Suche was eintippe, dann geht es mir ja oft auch um die Reihenfolge der Wörter, wie ich es schreibe. Korrekt. Also ist das ja, also stimmt das nicht? Also, ja, stimmt nicht. Ja. Funktioniert es dann? Also, genau, das ist der Witz, es funktioniert trotzdem. Und es funktioniert ziemlich gut. Da ist, na gut, ich meine, warum? Warum, ich sag mal, es wird jetzt etwas allgemeiner insofern. Warum funktioniert Naive Bayes? Ich meine, es steckt ein bisschen im Namen drin, wir sind mal naiv, wir stellen uns mal dumm. Wir ignorieren einen Teil der Welt. Wir ignorieren Wissen, was wir haben, absichtlich. Wir wissen, dass Wörter abhängig sind, aber wir sagen, okay, wir tun mal so, als wüssten wir das nicht. Was dann? Im Prinzip wenden wir das, was ich vorher gesagt habe, unabhängig von anderen. Umgekehrt an. Ich habe gesagt, bei einem Coinflip können wir das Ergebnis nicht vorhersagen, weil wir nicht genug wissen über die physikalischen Eigenschaften, die den Flug der Münze bestimmen und das Aufkommen und was alles passieren kann. Wir können das Universum nicht zur Perfektion vorhersagen, weil wir nicht tief genug reingucken können. Bei Wörtern wissen wir aus Erfahrung, dass Wörter nicht unabhängig voneinander auftreten. Na gut, dann ignorieren wir das halt mal und tun so, als wüssten wir das gar nicht und gucken dann trotzdem, ob wir was herausfinden können. Es ist ein abstrakteres Modell, das wir aufstellen. Man kann sogar sagen, es wäre nicht mal falsch, in dem Sinne, Wissen zu ignorieren, das man schon hat, wenn man mit dem Wissen nichts anfangen kann. Was nützt es Ihnen, etwas zu wissen, wenn Sie keine Ahnung haben, wie Sie diese Informationen ausnutzen sollen, insbesondere wenn Sie in das Problem reinlaufen, dass es auf der ganzen Welt nicht genug Sprache gibt, um alle möglichen Wortkombinationen bezüglich ihrer Wahrscheinlichkeit zur Relevanz einer Anfrage einzuschätzen. Sie bräuchten für jede Wortkombination, die auftreten kann, beliebiger Länge, bräuchten Sie sehr, sehr viele Daten von sehr, sehr vielen Menschen. Und es gibt auf der ganzen Welt nicht genug Text, insbesondere weil noch nicht alle Wortkombinationen geschrieben wurden. Es werden jeden Tag neue Wörter erfunden. Was wir hier nicht uns angeguckt haben, was aber durchaus eine Relevanz in dem Zusammenhang hat, ist Zipf's Gesetz und auch Heaps Gesetz. Heaps Gesetz sagt, dass mit zunehmender Zahl der Dokumente die Größe des Vokabulars, das heißt der gesehenen neuen Wörter, steigt. Ununterbrochen. Logarithmisch zwar, aber steigt. Divergiert. Es kommen immer wieder neue Wörter dazu. Je mehr wir voranschreiten in der Zeit, je mehr neue Ereignisse in der Welt auftreten, es wird nie vorbei sein. Und in dem Zusammenhang keine Chance. Wir können es besser machen, sagen wir es mal so. Wir können es besser machen, als völlig zu ignorieren, dass es Abhängigkeiten gibt. Und Sie haben auch schon eine Technik gesehen. Proximity bei der Anfrageverarbeitung, beim Indexing. Das ist eine Heuristik. Und ich habe es Ihnen ja eben auch am Beispiel gesagt, als Sie gelacht haben, als Sie gesagt haben, ein Meteorit hat die Motorhaube zerstört, ist ja Quatsch. Das nur anzunehmen ist Quatsch, selbst wenn es zutrifft. Die Annahme zu treffen, ohne es zu wissen, ohne es gesehen zu haben, ohne es um den Meteorit daneben liegen zu sehen, ist Quatsch. Würde niemand machen, der vernünftig ist. Oder die. Und dasselbe gilt natürlich dann auch umgekehrt bei einer Situation, bei der wir uns in einer Retrieval-Situation befinden. Warum soll ich mir die Welt absichtlich kompliziert machen? Wenn es auch einfacher geht. Unser ganzes Leben ist also von heuristischen Vorgehen bestimmt. Sie können, wenn Sie eine Lebensentscheidung treffen, können Sie ja auch nicht vorhersagen, ob Sie damit Erfolg haben werden oder nicht. Sie entscheiden sich für einen Job nach bestem Wissen und Gewissen. Sie entscheiden sich für eine Partnerin nach bestem Wissen und Gewissen und wissen nicht, ob die nächsten 30 Jahre von Glückseligkeit durchsetzt sein werden. Wir bauen eine Rakete, die zum Mars fliegt und wissen nicht, ob sie ankommt. Wir können nur nach bestem
heutigen Kenntnissen, vergangenen Experimenten hoffen, dass wir genug Wissen angehäuft haben. Und genauso können wir auch immer sagen, wenn wir mit einem bestimmten Wissen nichts anfangen können, dann lassen wir es einfach weg. Ja. Also kann man sagen, Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet eigentlich die Art und Weise ab, wie wir Menschen denken. Wir haben ja nicht alles Wissen, sondern wir versuchen aus dem, was wir haben, irgendwo so das zu machen, was wir können. Es gibt Menschen, die das behaupten. Ja. Aber da muss man jetzt auch vorsichtig sein. Es ist nur ein Modell. Ihr kleiner Modell. Ja, es ist ein Modell dafür, dass man heranziehen kann, um menschliches Verhalten vorhersagbar zu machen. Da ist jetzt kein Kalkül da drin. Menschen haben Rationalität, Menschen haben Logik, die ist da nicht erfasst. Vielleicht ist die Logik und die Wahrscheinlichkeit, mit der wir bestimmte Verhaltensweisen auch von Maschinen oder von anderen Dingen sehen. Es wird ja eine Kausalkette geben, gegebenenfalls. Eine logische Kette. Wir sehen sie nur nicht. Vielleicht gibt es auch keine. Vielleicht ist, und das ist ja auch die philosophische Frage, die sich alle PhysikerInnen stellen, gibt es so etwas wie den freien Willen oder ist alles vordeterminiert im Universum? Ist jedes Atom, das hier anstößt, seit Urknall klar, dass es da anstoßen wird? Da hört es auf. Ja. Wissen wir nicht. Die Quantenmechanik sagt, wir können gewisse Dinge nicht sehen. Und die Heisenbergsche Unschärferelation sagt, wir können nicht Geschwindigkeit und Position gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit bestimmen. Gewisse Unsicherheiten werden wir nicht los. Und vielleicht ist dort die Freiheit drin. Aber das ist nicht ganz klar und ich würde jetzt nie sagen, dass Menschen ausschließlich auf diese Weise vorgehen. Ich sag mal so, wenn und das ist ja auch eine ganz große Diskussion aktuell, ob Sprachmodelle unser menschliches Denken irgendwie drin haben durch das einfache Vorhersagen des nächsten Wortes auf Basis der vorigen Wörter oder nicht. Ein Kalkül ist da nicht drin. Dennoch. Willen ist was anderes, das würde ich davon völlig trennen. Der Wille dessen, was sie sagt, ist ja aufoktroyiert durch uns, durch die Instruktionen, die wir gegeben haben. Warum sollte man nicht einen Roboter bauen können, dem man sagt, get alive? Also, weiß ich nicht. Da wird es dann auch wieder, da sind halt genau diese schwierigen Fragen alle. Und letztendlich, das ist jetzt halt Markov, das ist nicht Bayes, aber naja, abhängige Wahrscheinlichkeiten gibt es da auch. Ne? Schwierig. Werden wir hier nicht lösen. Das ganze Information Retrieval, um den Bogen mal wieder zurückzuspannen zu dem etwas einfacheren Thema vielleicht, Information Retrieval, basiert nur darauf, und ich wiederhole es nochmal, es basiert nur darauf, die bestfunktionierendste Methode, die irgendwo in der Wissenschaft mal entstanden ist, anzuwenden, um irgendwie besser Relevantes mit Anfragenden zusammenzubringen. Welche Heuristik wir dafür heranziehen, völlig uns überlassen. Das ist auch eine Heuristik. Weitere Fragen? Okay, gut. Dann lassen wir es dabei für dieses Mal.